Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Drucksachennummer ist mir gerade erst aufgefallen, aber mit George Orwell hat dieser Antrag zum Glück nichts zu tun. Wir möchten vielmehr der Landesregierung, die, wie ich finde, im Bereich der Arbeitsmarktpolitik entweder sehr impulshaft reagiert oder zum Teil ideologisch, die Gelegenheit geben, nochmal nachzudenken. Nochmal nachzudenken über Entscheidungen, die wir ehrlich gesagt für richtig falsch halten. Lieber Minister Laumann, auch die Kommunikationsweise, wie Sie hier agiert haben, ist gelinde gesagt gewöhnungsbedürftig. Natürlich kann eine neue Landesregierung neue Schwerpunkte setzen, sie kann neue Entscheidungen treffen, aber sie sollte tatsächlich auf das, was in diesem Land auch geleistet worden ist, Rücksicht nehmen. Sie sollte diese neuen Entscheidungen erklären und sie sollte sie auf der Basis der Erkenntnisse dessen, was vorher gewesen ist, treffen. Und das ist in diesem Fall überhaupt nicht der Fall. Und deswegen sollten Sie innehalten und diese Entscheidungen überdenken. Und es ist auch keine neue Entscheidung, Herr Minister. Das Werkstattjahr ist ein alter Hut. Das Werkstattjahr wurde am Anfang dieses Jahrtausends eingeführt. Es wurde auch bewertet und ausgewertet. Und die Auswertung hat dazu geführt, dass man erkennen musste, dass über 50% derjenigen, die dort mitgemacht haben, eben nicht das Ziel erreicht haben, dass sie vorzeitig die Maßnahme abgebrochen haben. Und wir haben dann die Konsequenz daraus gezogen, Produktionsschulen in Nordrhein-Westfalen zu entwickeln. Diese Produktionsschulen wurden dauerhaft, also deren Wert wurde nachgesehen und auch kontrolliert. Und sie haben in einer, zurück nochmal zur Kommunikation, Sie haben diese Entscheidung in keiner Weise kommuniziert. Eine Anfrage der Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokraten aus Dezember und auch eine Berichtsanfrage von uns machte erst deutlich, was dort geschehen ist. Und was noch viel schlimmer ist, nach meinem Kenntnisstand haben Sie bis heute auch diejenigen regionalen Arbeitsgruppen, die damit befasst sind, überhaupt noch nicht informiert. Und das wäre auch eine Frage, die ich bitte Sie jetzt heute zu beantworten oder im Ausschuss zu beantworten, warum dies nicht geschehen ist, warum wichtige Akteure, die sich im Bereich der Arbeitsmarktpolitik engagieren, die staatliche Stellen darstellen, offensichtlich bei dieser fachlichen Frage von Ihnen völlig außen vor gehalten werden. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, warum wir das für falsch halten, was Sie hier machen. Sie setzen hier einen Schwerpunkt, der sich auf Jugendliche bis 18 Jahre beschränkt. Und das vorherige Programm, das Programm der Produktionsschulen ist ein Programm, was Sie ja für Schule halten. Das haben Sie ja ausdrücklich auch noch mal im Ausschuss gesagt. Vielleicht hätten Sie sich vorher mal informieren sollen. Hier geht es darum, dass Menschen an dem konkreten Produktionsprozess eben gerade außerhalb von schulischen Strukturen, denen Sie ja offensichtlich entweder nicht gewachsen waren oder die Sie aus anderen Gründen ablehnen, eben Arbeit machen können. Und deswegen, Herr Minister, haben Sie sich offensichtlich nicht ausreichend informiert und haben deswegen diese Entscheidung getroffen. Aber sei es drum, lassen Sie uns diesen Antrag nehmen, lassen Sie ihn in die Ausschüsse verweisen und sehr genau noch mal überlegen, ob diese Linien richtig sind. Denn das Mindeste muss doch sein, dass wir aus den Erfahrungen, die in den Produktionsschulen gemacht wurden, und die waren durchweg durchaus positiv, viele haben den Anschluss geschafft, viele Menschen haben bis 25 Jahre eine Perspektive. Was machen Sie denn mit den Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren? Was ist denn das Nachfolgeprogramm? Und eins kann ich Ihnen sagen, die Verbände und die Fachverbände, die haben bisher alle mit dem Kopf geschüttelt, haben das zum Teil auch mit klarer Ablehnung zum Ausdruck gebracht, nicht nur bei den Produktionsschulen, auch bei den Ausbildungsbotschaftern, die im Übrigen von allen Fraktionen dieses Landtags, außer der AfD, die war da noch nicht beteiligt, in der Enquete-Kommission ausdrücklich gelobt worden sind. Und deswegen, Herr Minister, ich habe ja Verständnis dafür, dass Sie in den letzten Monaten viel dafür investieren mussten, eine Kuschelkoalition mit den Sozialdemokraten auf Bundesebene wieder vorzubereiten. Aber dass dies dazu führt, Herr Minister, dass jetzt Menschen, junge Menschen eben nicht mehr die Gelegenheit haben, in dem Bereich arbeiten zu können, wo es auch sinnvoll ist, das darf nicht passieren. Lassen Sie uns die Zukunft der jungen Menschen nicht aufs Spiel setzen und sehr intensiv noch mal über die Arbeitsmarktpolitik nachdenken. Herzlichen Dank.